Ich erinnere mich persönlich noch sehr gut daran, dass vor einigen Monaten eine sehr, sehr große Firma aus den Vereinigten Staaten, die mit diesem kleinen Wochen, ja, vor einigen Wochen, die Firma aus den Vereinigten Staaten mit dem Äpfelchen einen kleinen Mini-Tablet-PC angekündigt hat, als wäre es der Heilige Gral gewesen. Kann ich nur sagen. Denn so etwas haben wir bei Pearl TV oder bei Pearl grundsätzlich seit über 3 Jahren im Programm, ist also für uns nicht wirklich etwas Neues, wobei wir definitiv mit diesem Tablet-PC, mit dem X7 GS, ganz, ganz vorne mit dabei sind. Ich denke, das unterstreichst du, Kai, oder? Aber voll und ganz. 2-mal mit Rot, 3-mal mit Blau und 5-mal mit Grün, wenn Sie wollen. X7, eigentlich der kleine Bruder oder das kleine Schwesterchen, Tablet-PC-Schwesterchen vom X10, ja. Von dem, was wir Ihnen jetzt die letzten Tage im Video auch vorgestellt haben. Und mit einigen tollen Ausstattungsdetails dabei, die es so eben beim Mitbewerb eben auch nicht gibt. Na? Das ist der Punkt. Und wir haben hier wirklich einen perfekten täglichen Begleiter für Sie, liebe Zuschauer, mit dem Sie ins Internet gehen können, mit dem Sie Fotos verwalten können, mit dem Sie Ihren kompletten Schriftverkehr verwalten können, mit dem Sie natürlich auch gleichzeitig Ihre Apps ansteuern können oder ihre Apps oder ihre Widgets so verwalten können, wie sie das tatsächlich für richtig halten. Ein richtiger, kleiner, kompakter Tablet-PC, den wir Ihnen hier anbieten möchten, der X7 GS. So, der kostet normalerweise 329,90 €. Also das war der Preis, wie er normalerweise mal war. Wir bieten Ihnen den heute für unter 150 € an. So dreist sind wir immer, das wissen Sie jetzt schon. Und die technischen Ausstattungsmerkmale sind auch hier wieder echte Highlights. Wir haben das Betriebssystem Android 4.0 drauf. Wir haben einen Flash 11 Player drauf. Das heißt, Sie können alle Webseiten, alle Animationen, alle Grafiken flüssig und wunderbar gucken. Dann haben wir auch hier die Möglichkeiten, das ist so überragend bei dem Kleinen, dass wir in Full HD alle Dinge, die wir uns aus dem Internet gezogen haben, ja, wiedergeben können und sind, da hatten wir gerade mit dem X10 auch drüber gesprochen, Carsten, natürlich auch, was unseren Speicherplatz betrifft, sehr flexibel. Ne? Das ist richtig. Bis zu 32 GB können Sie hier über Micro-SD-Karte tatsächlich reinpacken. Auch das ist an anderer Stelle tatsächlich vorgegeben. Da muss ich mich vor dem Kauf entscheiden, wie viel Speicher möchte ich tatsächlich haben. Das muss ich hier nicht. Das heißt, Sie können hier bis 32 GB, ich zeige Ihnen das bewusst mal von dieser Seite, weil hier ist die kleine Micro-SD-Karte versteckt, bis zu 32 GB hineinpacken. Das können auch 8 GB, das können auch 16 GB sein. Jeder Mensch hat andere Vorstellungen, andere Dinge, die er mit seinem Tablet-PC machen möchte. Bis 32 GB können Sie hier gehen, um wirklich auch Fotos zu verwalten, um Musik zu verwalten, um Ihren Lieblingsfilm von mir aus auch mitzunehmen, wenn Sie mal in der Bahn sitzen oder im Bus auf dem Weg zur Arbeit. Das sind die Dinge, wo so ein Tablet-PC speziell in dieser Größe wirklich perfekt zum Tragen kommt. Das macht Spaß. Warum 7 Zoll? 7 Zoll ist immer das Thema gewesen. Ja, warum haben wir den schon so lange im Programm mit 7 Zoll? Ganz einfach. Viele Leute sagen, 10 Zoll ist mir auch noch zu groß. Ich möchte trotzdem aber ein etwas kleineres Touchlet haben. Aber eben mit meinem Smartphone bin ich zu begrenzt. Wir haben ja selber im Programm bis zu 5 Zoll. Und da ist natürlich auch das Thema, wenn Sie dann zum Beispiel E-Mail schreiben, wissen Sie ja, dann geht der Schriftblock auf und dann fehlt Ihnen sofort auf einem Smartphone fast ein Drittel von Ihrem Bildschirm. Das heißt, nicht sehr übersichtlich. Andere Leute sagen, Moment, wenn ich irgendwo unterwegs bin, der hat kein Handtaschenformat, 9,7 Zoll ist mir dann auch schon zu groß. Und deswegen erfreut sich eben unser X7 und speziell in der GS-Version eben so großer Beliebtheit, weil der eben wirklich Westentaschenformat hat. Und du kannst ihn ja ohne Problem bei dir im Anzug in der Innentasche verstecken. Ne? Das ist richtig, das kann man machen. Er ist auch schön leicht, das kommt auch noch mit dazu. Ich müsste jetzt mal gucken, wie viel wiegt er eigentlich? Hast du 382 Gramm, ja. Das ist ja wirklich ein Witz, nix, oder? Ja. Also es ist wirklich ein absoluter Hammer. Eine brillante Auflösung und es macht richtig Freude, damit umzugehen. Natürlich kommt auch noch die Bluetooth-Möglichkeit dazu. Das heißt, kabellose Datenübertragung jederzeit auch von anderen Speichermedien ohne weiteres möglich hier. Probieren Sie es einfach mal aus. Es macht richtig viel Freude, damit zu arbeiten. Sie haben eine brillante Bildqualität. Sie können entweder damit arbeiten, indem Sie Ihre E-Mails verwalten. Das geht mittels WLAN oder auch mittels Surfstick über das UMTS-Netz. Sie können natürlich auch Ihre Apps entsprechend verwalten. Sie können damit machen eigentlich, was Sie wollen. Das wird Ihr kleiner Begleiter sein, der Sie sicherlich in der Zukunft immer wieder begleiten wird mit richtig viel Freude. Das macht richtig Spaß, das Gerät. Eine Cortex-CPU mit 1 GHz hier schon drin, also ein richtig schneller Prozessor, 512 MB Arbeitsspeicher, also in der Größe sowieso schon sehr toll. Und wir kommen jetzt auf ein paar Ausstattungsmerkmale, die sonst eben auch so nicht gegeben sind. Du hast es ja gerade mit dem UMTS-Stick angesprochen. Genau. Ich habe hier die Möglichkeit, über meinen Mini-USB per Adapter einen UMTS-Surfstick anzuschließen. Das bedeutet, wenn Sie wirklich irgendwo kein WLAN haben, könnten Sie trotzdem jederzeit mit unserem Kollegen ins Internet. Das kannst du
du mit anderen Geräten eben nicht, weil die haben einen WLAN-Router integriert und solange du keinen WLAN-Zugriff hast, tut sich da auch nichts. Genau. HDMI-Schnittstelle haben wir natürlich auch mit dabei. Das kommt mit dazu. Das heißt, Sie können natürlich hier jederzeit auch dieses Gerät als Abspielmedium nutzen. Wenn Sie zum Beispiel einen LCD, einen LED-Fernseher zu Hause haben oder wenn Sie im Hotel auf Reisen sind, können Sie dieses kleine handliche Gerät jederzeit mit den entsprechenden Möglichkeiten verbinden, vorausgesetzt, Sie haben die HDMI-Schnittstelle am Monitor. Das ist mittlerweile im 21. Jahrhundert absoluter Standard. Heutzutage, ja. Und schon können Sie Ihre Lieblingsfilme oder Ihre Fotos auf dem großen Bildschirm verfolgen. Das funktioniert nahezu überall. So, dann haben wir aber natürlich auch noch ein Alugehäuse hier, also richtig wertig gemacht. Ja. Und das Tolle an der ganzen Sache hier ist auch, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Sie sehen ja, wir haben ja eins unserer Touchlets hier auf so einem Schwanenhals. Wir haben einen GPS-Empfänger hier innen drin. Und wir zeigen Ihnen im Laufe der Sendung noch ein paar andere Sachen dazu. Sie können nämlich dieses 7 Zoll Touchlet, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Van haben. Die Vans haben ja die Frontscheibe sehr weit vorne. Ja. Und dann gehst du jetzt mit einem 3,5, 4 Zoll Navigationssystem und klebst das sehr weit vorne an die Scheibe. Sie sehen auf dem Display nicht wirklich viel. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe ein größeres Auto, möchte aber auch übersichtlicher navigieren, GPS-Empfänger hier drin, wir bieten Ihnen nachher noch drei verschiedene GPS-Optionen an, dann können Sie unser X7 GS sogar zum Navigationssystem ausbauen. Und das finde ich so genial. Ja? Das ist natürlich entsprechend leicht zu bedienen. Wir reden hier von einem Touchpad. Das heißt, Sie können also auch entsprechend die Routenkonfiguration so vornehmen, wie Sie am besten damit zurechtkommen. Entweder im zweidimensionalen Bereich, im dreidimensionalen Bereich. Sie haben einen Tagmodus, einen Nachtmodus. Aber da kommen wir gleich noch mal entsprechend darauf zu sprechen, wenn wir Ihnen die Kartenmaterialien unter anderem für Europa, für Westeuropa noch vorstellen werden. Also da haben wir noch ein bisschen was an Zubehör, deswegen auf jeden Fall bei uns bleiben. Jetzt sprechen wir aber erstmal über dieses kleine Teil. Hier hat man natürlich einen richtig starken Lithium-Ionen-Akku mit 2000 Milliampere-Stunden. Also das ist wirklich schon ein richtiges, ordentliches Kraftpaket. Hier sehen wir es nochmal. Wenn Sie es haben möchten, greifen Sie bitte zu. Ich möchte wetten, in ein paar Sekunden gehen unsere Leitungen zu. Wenn das nicht jetzt schon der Fall ist, der Tablet-PC X7 GS hat die Artikelnummer PX87905-6. Und die 9 und wir haben Ihnen Zubehör versprochen und das schauen wir uns jetzt noch mal in aller Ruhe an. Ganz genau. Sie wissen ja auch, dass wir Ihnen immer zu unseren Tablet-PCs auch passende Schutztaschen dazu mitliefern und anbieten, weil wir natürlich wollen, dass Ihr Schätzchen geschützt bleibt. Keine Kratzer aufs Display kommen, die Rückseite nicht verkratzt wird. Und da haben wir jetzt auch für das X7 ein wunderschönes kleines Täschchen, was spritzwassergeschützt ist. Das ist mal das Erste, auch sehr robust. Das heißt, sollte Ihnen das wirklich mal aus der Hand gleiten, ist es kein Problem. Aber und jetzt machen wir das mal. Machen wir das mal so rum. Zeige ich Ihnen jetzt noch nicht. Jetzt packen wir mal unser Touchlet hier rein. Wir haben da nämlich eine Funktion, dass wir das wirklich schön fixieren können. Und jetzt ist unser Touchlet sozusagen wunderschön geschützt. Sieht eigentlich aus wie so ein Filofax, wie so ein klassisches. Das ist der Punkt. Passt auch in jede Damenhandtasche, passt sicherlich mal ins Gepäck rein oder was, auch wenn ich nur mal über ein Wochenende unterwegs bin, nimmt wenig Platz weg und wiegt nicht wirklich viel. Ganz genau. Und jetzt bauen wir ihn mit einem Aufklapper, dieses kleine X7 zu einem kompletten Mini-Laptop um. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Unsere Schutztasche, die wir hier haben, hat gleichzeitig eine USB-Tastatur integriert. Das finde ich so genial. Wenn Sie damit nachmittags mal im Café sitzen und alle Leute gucken, wenn Sie da anfangen zu tippen, ist das super. Erstens mal, die Tastatur wird so unterstützt, dass eben die Tastaturinformation, die normalerweise auf dem X7 kommt, eben nicht erscheint. Das bedeutet, Sie haben das komplette Display, wenn Sie längere E-Mails schreiben wollen, Textverarbeitung machen. Das heißt, Sie können das komplette Display nutzen und wir haben auch noch witzigerweise, das finde ich auch sehr schön, hinten noch einen Aufsteller dran. Das heißt, Sie können sich das so hinstellen, wie Sie das brauchen. Und ganz ehrlich, wenn Sie jetzt ein paar Sachen schreiben wollen, es gibt nichts Schöneres als eine vernünftige Kuvertstastatur mit den ganzen Funktionstasten, wo Sie dann eben unser X7 wie so einen richtig kleinen, ja, EPC eigentlich nutzen können. Ne? Das ist sehr leichtgängig hier und vor allen Dingen sehr leise. Dieses Klick, 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 was Sie bestimmt schon mal gestört hat, wenn Sie irgendwo in der Bahn sitzen oder was, wenn Sie mal in Ruhe eine Zeitung lesen wollten und neben Ihnen sitzt einer, der schreibt die ganze Zeit auf seinem Laptop irgendwelche E-Mails. Das ist störend. Sehr, sehr leise und angenehm, trotzdem leicht zu erreichen, auch für etwas kräftigere Herrenfinger. Sie machen hier wirklich eine vollwertige Workstation. So können Sie in einem Hotel, so können Sie, wenn Sie unterwegs sind, jederzeit Ihren Lieblingsfilm schauen, jederzeit mal eben schnell eine E-Mail beantworten, jederzeit mal eben eine App spielen, so wie Sie das möchten. Sie haben immer eine vollwertige Workstation mit dabei. Klein, handlich, kompakt und trotzdem leistungsstark. Und das sind die Highlights, die wir Ihnen hier speziell mit unserem X7 GS in Verbindung natürlich auch mit der praktischen Schutztasche hier anbieten möchten.
Artikelnummer für unsere Schutztasche und die stellen Sie sich wirklich mit, weil wenn Sie die jetzt dazu bestellen, sind Sie nämlich schon versandkostenfrei. Dann kostet das auch nichts mehr. 149,90 € unser X7 und eine kleine Mark hier für unsere Schutztasche. PX8627 und dann die 569 und dann kommt eben Ihr komplett geschütztes Touchlet X7 zu Ihnen mit der Spritzwasser- und stoßgeschützten Tasche nach Hause. Besser kann man es nicht machen. Es ist der absolute Hammer, das macht richtig Spaß hier. Soft-Touch-Tasten, ja. Ganz klassisches Kuverts-Tastatur, 88 Tasten sind es insgesamt. Und das finde ich eben sehr schön, weil ich hier einfach perfekt, und man sieht es jetzt bei Carsten schön auf dem Tisch, so zu arbeiten macht mit einem Tablet natürlich auch wirklich Sinn. Nachher klappen sie es zu, der Aufsteller hinten dran. Eine sehr praktische Lösung. Erfreut sich übrigens bei unserem X10 im Zubehör auch sehr, sehr, sehr großer Beliebtheit. Und deswegen bestellen Sie sich das für ein kleines Geld bei uns mit. Dann kommt das alles zusammen. Können wir Ihnen übrigens auch sicher sagen, wenn Sie eben, ja, X10 war mir jetzt zu groß, ich nehme lieber ein X7, kommt übrigens noch bis Weihnachten zu Ihnen. Ganz genau. Ja. So darf das bitte aussehen, so ist das Ganze geschützt. Wasserabweisend natürlich, wenn Ihnen mal beim Arbeiten eine Tasse Kaffee umfällt und nicht gerade über die komplette Tastatur läuft, so fair muss man sein, ist das Ganze geschützt. Wenn Sie mal durch den Regen laufen, um noch mal eben schnell zur Garage, zum Auto zu kommen oder morgens, wenn Sie aus dem Haus zum Auto laufen, es regnet, es schneit, ist Ihr X7 GS jederzeit ordentlich geschützt und Sie haben Ihre komplette vollwertige Workstation immer mit dabei. Ein, zwei Handgriffe reichen. Und schon ist das Gerät einsatzbereit. Dieses war der zweite Streich. Und der nächste, Sie wissen das noch, folgt sogleich. Weil, und da bin ich ja vorhin schon, habe ich ja dieses Thema schon angeschnitten. Wenn Sie jetzt sagen, wow, das ist ja alles super gut, ich habe diese Schutztasche und ich habe mein Touchlet hier perfekt mit drin. Wie gesagt, ein 7-Zoll-Touchlet, was von der Leistungsfähigkeit her eben wirklich extrem gut läuft. Dann können Sie jetzt aber noch sagen, wegen des GPS-Empfängers innen drin, wir bauen jetzt, jetzt haben wir hier nochmal schön eingeblendet für Sie PX8627 und die 569 für unsere Tasche. Dann haben Sie die Möglichkeit, und da bieten wir jetzt noch drei Optionen an, Ihr X7 GS eben zu einem klassischen Navigationssystem umzubauen. Und das ist der absolute Knaller an unserem Touchlet. Ich bin froh, Kai, dass du das gerade angesprochen hast. Mein Navigationsgerät, was ich mir gekauft habe, also auch zum Dranpappen an die Windschutzscheibe vorne, ist, weiß ich nicht, etwas größer als eine XL-Zigarettenschachtel. So, und wenn ich jetzt fahre und wirklich nicht weiß, wo ich da eigentlich bin, muss ich jetzt da vorne die erste links oder die zweite links? Natürlich sagt er mir das an. Aber auf diesem kleinen Bildschirm kann ich das mitunter kaum erkennen. Genau. Sie haben hier ein 7-Zoll großen Bildschirm. Sie sehen auf einen Blick, wo Sie hinfahren möchten. Sie können es so einstellen, wie Sie das haben möchten. Und natürlich liefern wir Ihnen das entsprechende Kartenmaterial mit dazu. Und für Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir natürlich entsprechendes Material mit der PX8792569. Das ist Profi-Navigationssoftware aus wirklich ganz belesenem Hause. Denkbar einfach zu installieren. Hier haben wir es nochmal in der kompletten Übersicht. Also da sollten Sie auf jeden Fall zugreifen. Wenn Sie vielleicht auch jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten eine schöne Reise planen, mit dem Wohnmobil, mit dem Camper, vielleicht mit der Familie mal ein bisschen Europa erkunden möchten, Deutschland, Österreich und Schweiz, haben wir in dem Paket mit drin, was wir Ihnen jetzt zeigen. Wir werden gleich noch Europa und auch Westeuropa kennenlernen. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte auf dem neuesten Stand. Klar. Wichtig ist aber auch hier, dass Sie natürlich eine Halterung brauchen. Und wir liefern Ihnen in allen drei Varianten für die Navigationssoftware, liefern wir Ihnen den passenden Schwanenhals für das X7 mit dazu. Wir brauchen einen etwas größeren Saugnapf. Wir haben einen sehr massiven, flexiblen Schwanenhals. Und wir haben nochmal ein Kugelgelenk, dass Sie sich so orientieren können, dass Sie wirklich perfekte Sicht haben. Da haben wir ein Kugelgelenk dran. Das heißt also, ich kann jetzt auch, wenn ich den mal löse, mein Navigationssystem, ist jetzt schön zu sehen, ja, auch noch mal hier um fast 360 Grad drehen, damit Sie die perfekte Position kriegen. Und dieses Touchlet ist ja nun im Gegensatz zum Navi eigentlich so gesehen ein bisschen schwerer. Das macht aber gar nichts, weil unser Schwanenhals hier absolut robust und fest ist. Das heißt also genau die gleiche Montagemöglichkeit wie mit einem normalen Navigationsgerät. Das in 7 Zoll mit einer Riesenübersicht. Wenn Sie 3D-Kartenmaterial haben, ist das natürlich perfekt, weil Sie dann immer genau wissen, wo es lang geht. Weil, wie du es gerade gesagt hast, Navigationssysteme sind zwar sehr schön, wenn sie einem das ansagen, aber trotzdem nochmal den Blick auf eine vernünftige große Oberfläche zu kriegen, damit ich weiß, ist es jetzt die Stichstraße oder ist es nicht, ja, genau, ist natürlich total genial. Ne? Genau. Und vor allen Dingen bin ich sicher, dass mir nicht gerade im entscheidenden Moment, wo ich mich gerade frage, welche Autobahnauffahrt muss ich denn jetzt nehmen, das Navigationsgerät runterfällt, sich der Saugnapf löst oder was. Sie haben hier wirklich einen sicheren Stand, einen sicheren Halt für Ihr Tablet-Navigationssystem. Mit Deutschland, Österreich und der Schweiz bestellen Sie bitte unter der PX8792569. Wir hatten Ihnen aber auch noch Europa und auch spezielle Navigationssysteme
Navigationssoftware für Westeuropa gesprochen. Da gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Beginnen möchten wir ganz gerne mit Europa. Das ist natürlich perfekt jetzt auch für Westeuropa die... Westeuropa haben wir. Okay. Überhaupt kein Thema. Ja. PX8793. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind öfter mal in Italien, in Frankreich, in Spanien unterwegs, ist das ganz toll, weil dann haben Sie natürlich eine ganze Menge mehr drauf. Es kostet nicht wirklich mehr. Überlegen Sie sich, ich würde Ihnen sowieso dann empfehlen, kommen wir gleich noch drauf, komplett Europa zu nehmen. Wenn Sie aber sagen, das reicht mir eigentlich, dann haben wir die PX8793 und die 569, damit Sie dann wirklich sagen können, okay, in Westeuropa kenne ich mich aus, das ist in Ordnung, oder besser gesagt, möchte noch einige Dinge sehen, dann fahre ich eben mit der Westeuropa-Software. Ja, ganz genau. So, Europa haben wir auch noch, ganz Europa. Und das ist natürlich ebenfalls interessant, weil wir natürlich auch dieses Navigationsgerät, nennen wir es einfach mal so, ganz bequem auch über den Zigarettenanzünder Ihres Autos dann entsprechend mit der notwendigen Energie versorgen können. Auch das Kabel ist natürlich bei der Navigationssoftware gleich schon mit dabei. Das heißt, wir liefern Ihnen ein komplettes Set. Alles, was Sie tun müssen, ist zum Hörer zu greifen und folgende Nummer zu wählen. 0180 51 51 dreimal die 2. Ob es jetzt nur das X7GS sein soll oder in Verbindung mit einem gewissen Kartenmaterial, das entscheiden Sie bitte selber, je nachdem, wo die Reise hingehen soll. Ich halte das für eine hervorragende Geschichte und ich denke ernsthaft darüber nach, mir so etwas mal zuzulegen. Ich finde diese Laptop-Geschichten und so weiter für Schriftverkehr einfach satt. Ich bin mein kleines Navigationsgerät satt. Das hier ist eine Kombination aus beidem. Ja. Toll ist auch, dass wir hier in der kompletten Software natürlich 3D-City-Modells drin haben. Sie haben den Spurassistenten, der Ihnen auf der Autobahn genau zeigt, ist es jetzt die rechte oder die mittlere Spur, um dann passend wirklich auf die nächste Autobahn zu kommen. Speedlimits sind komplett mit drin, gerade jetzt, wo natürlich die neuen Punkteregelungen kommen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir eine komplett konfigurierbare Kartenansicht, Tag- und Nachtmodus drin und sogar einen Simulationsmodus, der Ihnen mal zeigt, wie funktioniert denn dieses ganze Navigationssystem. Smart Zoom können Sie auch machen für optimale Kartenansicht, das heißt ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher ran. Und für alle Situationen haben Sie natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich fahre mit dem Auto, Notfall, bin mit dem Taxi, mit Bus oder Fahrrad unterwegs und eine Funktion, die ich so genial finde, Fußgänger. Machen Sie doch mal eine Städtereise hier in Europa. Dann können Sie sich hier eine komplette Städte-Rundgang komplett auf unserem X7 planen, nehmen das mit, kriegen da alle Informationen dazu. Und jetzt haben wir gerade gehört, wir haben für Sie komplett Europa eingeblendet und Europa kriegen Sie unter der PX8794 und das ist dann komplett Europa, alle 44 Länder drauf. Das ist also wirklich, wenn Sie dann mal sagen, Sie wollen nach Schweden, nach Norwegen hoch, all die Dinge mal erkunden, die Sie sonst normalerweise noch nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen, weil es wirklich nur minimal mehr kostet, sowieso so komplett Europa drauf zu tun, weil dann haben Sie alles drin, was Sie brauchen. Eine Sache müssen wir noch ansprechen. Viele haben natürlich über ihre UMTS-Lösung, wenn man online geht, eine sogenannte Flatrate, das hört bei 3 GB auf, danach wird die Taktung heruntergesetzt, also eine richtige Flatrate ist das in meinen Augen nicht unbedingt. Wenn Sie dann natürlich Kartenmaterial, Updates und so weiter runterladen, ist das mitunter schon mal eine ganz ordentliche Datenmenge, die Ihr Datenvolumen ordentlich belastet. Sparen Sie sich das, nutzen Sie das lieber für andere Möglichkeiten, für Apps oder für Schriftverkehr oder was auch immer Sie da machen möchten. Hier haben Sie die Software entsprechend einfach draufgespielt. Das geht wirklich rucki zucki und schon haben Sie es tatsächlich griffbereit und belasten Ihr Datenvolumen nicht unnötig. 3D-City-Modelle sind eben auch toll, weil ich einfach mal sage, ich fahre mal durch Paris, kenne mich noch nicht aus, kann mich aber immer auf dem 3D-Modell an dem Eiffelturm orientieren. Das heißt, ich habe immer einen genauen Punkt, den man ja auch zum Beispiel in Paris öfter mal sehen kann, je nachdem, wo man langfährt. 3D-Animation ist heute sowieso das Thema. Sie wissen das ja, Google Maps, Google Street, alles das, was gekommen ist. Klar. Damit einfach die Navigation immer livehaftiger wird und Sie genau wissen, wo Sie sind. Kleiner Tipp, Kai, wenn Sie nach Paris fahren mit dem Auto, dann vermeiden Sie den Kreisverkehr im Arc de Triomphe. Habe ich einmal gemacht, mache ich nie wieder. Ich habe das für ein Klischee gehalten. Es hat sich tatsächlich als Wahrheit herausgestellt. So, hier haben wir nochmal die beiden Software-Varianten für Westeuropa und für Europa. Nochmal zum Mitschreiben für zu Hause. Für Westeuropa kommen wir auf die Bestellnummer PX8793569. Und das Kartenmaterial für Europa, Sie sehen, es wirklich komplett Europa, alles mit dabei, hat die Bestellnummer PX8794569 Ich gebe Ihnen auch ganz kurz nochmal für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die entsprechende Nummer ist die PX8792. Ja, dann haben wir es wirklich alles komplett. Dann natürlich nochmal unsere Schutztasche, das ist die PX8627 und dann die 569 und natürlich unser Touchlets mit der PX8790 und der 569 in 7 Zoll, wenn Sie sagen, 10 Zoll ist mir zu groß. Jetzt haben wir Ihnen alles über dieses Thema gesagt. Ich denke, es wird sich ordentlich was tun. Rufen Sie an, bestellen Sie sich das komplette Paket, dann haben Sie es versandkostenfrei zu Hause und wir sind gleich wieder da.